Moin, moin, liebe Eukalyptus-Freunde, da sind wir auch wieder in Moosweiler. Ich nehme gerade ein paar Folgen hintereinander auf, denn ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich bin gerade eigentlich auch noch in den Aufnahmen für den Spuktober. Sprich, wir spielen Horrorspiele an und werden die so nach und nach dann fortsetzen bzw. beenden. Hoffe ich doch sehr. Ich weiß ja nicht, was da alles noch auf mich zukommt. Und wir haben immer noch Attraktivitätsprobleme in unserem Städtchen. Ich hoffe sehr, dass unsere neu gebaute Schule, also beziehungsweise noch im Neubau, daran etwas ändern wird. Ansonsten, wir haben eine ganz leichte Wohnraumknappheit gehabt. Das heißt, wir mussten erstmal zusehen, dass wir jetzt ein paar Häuschen unterkriegen. Im Moment haben wir tatsächlich genug Futter für unsere ganze Mannschaft und wir müssen mal schauen, dass wir ein bisschen Gold in unser Bestand kriegen. Denn sonst werden wir irgendwann, wie auch in der letzten Folge, den Heiler nicht mehr zahlen können. Müssen wir also mal schauen, dass wir da was auf die Beine stellen. Womit man natürlich immer ganz gut Geld machen kann, sind Ton- und Töpferwaren. Allerdings, obwohl, nee, im Moment haben wir die Leute tatsächlich. Wir könnten hier noch zwei dabei stellen, die einfach für den Tonnachschub sorgen. Zwei stellen im Moment Töpferwaren her, haben im letzten Jahr ganze 44 Stück geschafft. Das ist jetzt nicht die Welt, aber doch immerhin etwas. Fünf haben wir noch. Hätten wir noch drei zur freien Verfügung, wenn ich jetzt noch zwei abkommandiere. Müssen wir mal gucken. Hier sehen wir es gerade wieder. Also, das ist unser Heiler. Und der kann im Moment... Ich hoffe, das hier wird auch mal noch geändert. Also, es soll ja im November ein nächstes großes Update kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch was jetzt die KI betrifft. Und es soll so eine Art Festivalbaum geben. Ich bin sehr gespannt. Also, wir werden es uns garantiert zusammen anschauen. Und ja, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir unseren Heiler jetzt mal ein bisschen... Oh Gott. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier alles gerade mal ein bisschen fixen, was hier so passiert. Ja, unser Gold ist natürlich dann direkt wieder weg. Mal schauen, was können wir denn hier so an Dekoration kredenzen, womit wir die Leute vielleicht ein bisschen glücklich machen könnten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich diese Sache mit den kleinen Parks hier, ob sich das deckt. Nee, tut's leider nicht. Also ist das mehr oder weniger dann nur so für unser... Für unseren Spaß, wenn wir mehr als einen davon nehmen. Nur mal schauen, dass wir hier ein bisschen was Besseres hingestellt kriegen. Und natürlich, dass wir es irgendwie auch noch bezahlen können, weil selbst 20 Gold sind im Moment für uns schon echt so ein kleiner Brocken. Na. Hier oben haben wir das Problem zwar jetzt noch nicht so massiv wie da unten, aber... Mischen wir mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen. Vielleicht können wir auch noch ein Häuschen darüber stellen. Ich glaube zwar, die kommen doch eigentlich von hier. Aber hier ist die Attraktivität halt noch höher. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier gerade den totalen Unsinn veranstalte. Will ich nicht ausschließen. ...28, 29 hätte es da an der Stelle. Da geht es schon wieder runter. Na, im Moment kriegen wir es nicht so richtig. Ach so, diese... Ah, alles klar. Darum ging es in der letzten Folge, weil ich nicht sehen konnte, was das jetzt für ein Zeichen ist. Aber es betrifft tatsächlich, dass die ohne Unterkunft sind.
Das macht eigentlich auch null Sinn, wenn es keine Unterkunft gibt, dass hier Wohnungen aufgegeben werden. Aber naja, was will man machen? Vier Dorfbewohner sind sehr unzufrieden. Ja, das werden die sein, letztlich, die im Moment keine Unterkunft haben, verstehe ich. Aber was soll ich denn im Moment groß machen? Also ist halt gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit, aber wir kommen da garantiert durch. Wie sieht's hier aus? Ja, 5 Häuser von 25, das dauert noch eine ganze Weile. Und das Schlechte ist natürlich auch, dass uns jetzt im Moment massiv der Heiler fehlt. So ein bisschen normaler Karren, ja. Die Sägegrube, ja, die ist im Moment erstmal noch nicht so furchtbar wichtig. Das ist okay, so wie es ist. Was ist hier? Warum bist du blockiert? Das sollte eigentlich gar nicht blockiert sein. Wundert mich. Müssen wir im Auge behalten. Ach, natürlich, das ist letztlich vier wegen. Aber warum blockiert er das dann hier? Das macht ja jetzt nicht wirklich Sinn. Okay, schräg. Jetzt wird es natürlich für die ohne Haus ganz bitter gerade. Ja, das habe ich damit gemeint. Okay, sind aber trotzdem noch vier. Also sagen wir mal, die ohne Unterkunft scheinen zumindest zu überleben. Wie sie es machen, weiß ich nicht, aber sie scheinen es ja doch irgendwie noch hinzukriegen. Jetzt wäre ich ganz dankbar, wenn die Schule mal langsam aber sicher fertig gebaut werden würde. Ja, wir haben Patienten, aber keinen Arzt. Toll. Ganz tolle Wurst. Okay, der Patient hat sich selber geheilt. Noch besser. Finde ich gut. Ja, wir müssen jetzt einfach erstmal durch den Winter kommen, egal wie gerade. Sieht's hier aus? Ja, das ist noch alles soweit okay. Na, den lassen wir jetzt mal gerade. Ah, man fängt wieder an zu bauen. Sehr gut. Oder man hat zumindest mal kurzzeitig angefangen zu bauen, denn hier fehlt auch das eine Häuschen. Ah, also. Also keine Ahnung, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, ob wir es nicht sogar da weggeholt haben, aber wenn es funktioniert, soll es mir egal sein. Und dann könnten wir hier auch direkt ein neues Häuschen hinstellen. Vielleicht auch zwei? Nein. Schade. Ist durch Gebäude blockiert. Okay. Ach so, wegen dem Brunnen. Mal den vielleicht irgendwohin verschieben. Nee, sieht nicht so aus. Wir könnten ihn eins rüber setzen. Vielleicht haben wir dann Platz für noch ein Häuschen. Mal sehen.
Wobei ich es immer noch sehr, sehr strange finde, dass Brunnen versetzt werden können. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man einfach mal so eben auf ebene Fläche aufbaut. Aber egal. Mir persönlich soll das doch recht sein. Ja, Freunde, was soll ich denn machen, wenn ihr eure Hütten ständig aufgebt? Noch 11 Gold gebraucht. Ihr dürft den Brunnen aber ruhig auch gerne jetzt fertig bauen. Warum bist du denn? Such eine Unterkunft mit 4 Jahren, okay. Dem geht's nicht sonderlich gut, aber immerhin Feuerholz ist ja da. Ja, wir müssen unbedingt auch zusehen, dass wir irgendwo so ein bisschen eine Produktion von Kleidern jetzt mal vorantreiben. Also das kleine Moosweiler hat im Moment gerade nicht wenig Probleme, aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Was schon mal gehört, hat man auch nicht geglaubt, aber ich glaube wenigstens dran. Immerhin, Futter haben wir genug. Gold müssen wir zusehen, dass wir es so nach und nach jetzt wieder reinkriegen. Ihr seid rein auf Baumfällen, dann könnt ihr auch direkt hier um die Ecke Baumfällen. Dann kann man nämlich hier in die Richtung ein bisschen ausbauen. Denn hier oben haben wir, glaube ich, auch noch Minen. Ja, hier ist Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Ja, das macht Sinn. Okay, jetzt hat sich das mit dem Futter auch so ein bisschen relativiert. Aber ja, wir kommen ja auch gerade aus dem Winter. Dann dürfen die Vorräte auch mal ein bisschen knapp sein. Dann gehen wir nochmal hoch. Auch noch eins hochgehen. Zap. Ich verstehe es halt, wie gesagt, null, dass Gebäude aufgegeben werden, wenn Wohnraumknappheit ist. Das macht in meiner Welt eigentlich so jetzt erstmal keinen Sinn. Bisschen Verlust. Also wir müssen auch zusehen, dass wir irgendwie mit der Stufe vorankommen, dass wir unter anderem auch einen Fassbinder mal gebaut kriegen, damit wir die Vorräte ein bisschen besser absichern können. Können aber schon mal wenigstens mit einer Sache vorsorgen. Wir haben 47 auf der Tasche. Dann hätte ich gerne das da so weit möglich 100 Stück hinkommen und zwar dauerhaft. Damit wir hier auch so, sagen wir mal, nicht erst, wenn der Händler da ist, reagieren, dass dann erst das Zeug von irgendwo her gekarrt werden muss, sondern dass wir halt schon im Vorfeld so ein, sagen wir mal, Polster zum Verkaufen haben. Was habt ihr hier? Waren transportieren. Okay, finde ich generell alles noch gut. Die kauft im Übrigen auch ab und zu mal Töpferwaren, tut sie auch jetzt. Gar nicht mal so wenige. Müssen wir mal gucken. Okay, jetzt sind die gerade unterwegs zum Lager, also beziehungsweise zum Kontor.
Du bist es, ja. Jo. Dann verhökern wir die auch direkt. 915 Gold. Ja, das ist doch was. Damit können wir doch arbeiten. Das ist zwar alles jetzt noch nicht wirklich die Welt, aber damit kann man doch immerhin schon mal arbeiten. Nahrung wird langsam knapp, aber das sollte alles noch ausreichen. Was ist denn nun? Und da hat sich aus mir unerfindlichen Gründen mein Spiel mal kurz minimiert. Auch mal was Neues. So. Na, ansonsten haben wir leider nichts, was wir ihr hier verkaufen könnten. Für ein schweres Werkzeug haben wir im Moment noch nicht wirklich die finanziellen Mittel. Da müssen wir auch mal erst noch schauen. Wir könnten versuchen, eine Kohlemine noch irgendwo hier in die Ecke zu ballern. Allerdings habe ich die böse Befürchtung, dass dann unsere Attraktivität hier noch weiter in den Keller geht. Denn ich glaube, die wirken sich negativ aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder doch nicht? Sowieso niedrig. Dann können wir aber den Park hier schon mal weiterbauen. Der müsste jetzt eigentlich doch auch wieder praktizieren. Oh Gott. Ja. Arbeitercamp brauchen wir im Moment noch. Dann gehen wir mal so zwei mit denen zurück. Damit wir wenigstens wieder einen Heiler haben. So. Wie schaut's aus? 7 Stück hätten wir. Das ist nicht die Welt. Nimmst du Holz? Nein, nimmst du nicht. Und du nimmst meines Wissens nach sowieso kein Holz. Nee. Naja, solange wir noch ein bisschen Geld damit rauskriegen, verkaufen wir die Sachen, die jetzt so nach und nach kommen, noch. Einfach um ein bisschen mehr Polster zu haben. Die sind nämlich jetzt schon wieder auf 600 runtergeknallt. Auch wenn ich gerade noch nicht so ganz weiß, wo die ganze Kohle hingeht. Steuern über den Markt 14 an Einnahmen. Verdienste 4. Wir könnten aber hier noch einen Markt hinsetzen. Das kostet uns zwar auch wieder ein bisschen Kohle, aber hebt auch die Attraktivität wiederum. Da ist es zu steil, dann werden wir das Gelände hier direkt mal ein bisschen anpassen. Ja, wir haben dasselbe Problem, was ich auch in, sagen wir mal, den etwas fortgeschritteneren Spielständen habe. Wir haben halt permanent viel zu wenig Leute. Okay, da baut man jetzt das Häuschen. Aber warum hier die Attraktivität so dermaßen im Keller ist, dass sich das hier nicht mehr lohnt, verstehe ich nicht so ganz. Ja, mal sehen.
Was wir aber in jedem Fall noch machen können. Nein, mach das nicht. Okay. Das ist jetzt ganz bitter. So unzufrieden war der doch eigentlich überhaupt nicht. Was ist denn das Problem? Nahrung, okay. Hitzewelle, Dorfbewohner, okay. Verkaufen wir hier noch ein bisschen Scheiß. 475 Räucherfleisch. Okay, das wäre gar nichts. Das ist ja nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wir müssen gerade im Moment mal nehmen, was wir kriegen können. Ja, ich weiß, wir haben im Moment tatsächlich einige Probleme. Kürzesten Weg. Du hast den kürzesten Weg. Was bist du, Lehrer? Du wirst jetzt erstmal Arzt. Du bist ein Arbeiter. Ausbildung, Basis. Ja, du gehst jetzt als Lehrer. Also den einen Arbeiter kann man ja noch gut verzichten, aber... Bei dem anderen wäre es dann schon ein bisschen derbe. Warum bist du so im Negativen? So, weil es ein Haus ist. Ja, wir müssen jetzt halt eben versuchen, das Ganze erstmal gerade zu ziehen. Nahrung ist ein Thema. Ja, Nahrung ist ein großes Thema. Schuhe und Kleidung. Ja, das ist das, warum ich gesagt habe, wir pflanzen hier auch mal ein bisschen Flachs an. Mal sehen, dass wir die Weberei hier gleich mal... Können wir eigentlich auch noch direkt machen. Gerberei, Sägegrube. Wir müssten die Weberei doch eigentlich jetzt schon bauen können, glaube ich. Imkerei, Töpferei, Weberei, da ist sie doch. Ah, das Ding ist so riesig. Ich will es halt auch nicht so furchtbar weit weg von dem Feld. Ja, hier ist doch eigentlich ganz gut. Da kann man es quasi direkt darüber schleppen. Wird zwar, obwohl doch, müsste eigentlich passieren, weil Flachs ist ja jetzt kein Nahrungsmittel. Dürfte also eigentlich nicht eingelagert werden. Bodenbeschaffenheit ist sonst noch überall gut. Ja, finde ich okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Runde mal, dass wir unser Nahrungsangebot noch ein bisschen höher schrauben, denn das scheint ja hier im Moment voll a thing zu sein. Und dass wir unsere Attraktivität gerade hier in dem Bereich noch ein bisschen ausbauen, das scheint es im Moment auch noch zu hapern, aber mal sehen. Wir haben ja hier jetzt angepasst, hier könnten wir eigentlich dann noch einen Markt hinsetzen. Das dürfte auch wieder Leute... hier in die Nähe ziehen. Können wir eigentlich auch jetzt mal gucken. Wo kommen wir da hin? 36, 37. Ja, das ist okay.
Können wir vielleicht auch noch ein bisschen Dekoration schaffen. Was? Zu steil. Immer noch. Einfach so ein bisschen Deko dahinsetzen mal. Erfüllt jetzt zwar nie wirklich einen riesengroßen Zweck, aber sieht doch immerhin ganz hübsch aus. So, ihr Lieben, schauen wir mal, was das alles gebracht hat. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Projekt Moosweiler bzw. das Projekt Farthest Frontier gefällt euch. Und schaut gerne auch in meinen anderen Let's Plays vorbei. Wie gesagt, im Moment läuft auch der Spooktober. Wir schauen in Horrorspiele rein, die wir dann nach und nach beenden werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.